Herzlich willkommen zum Trucks Show Osterspecial. Wir wollen euch in den Osterferien auch ein bisschen unterhalten. Es gibt nichts zum Lernen, keine Sorge, aber Geschichten werden vorgelesen, ein paar Filme werdet ihr vielleicht sehen, ein paar Knobeltricks aus Mathematik, aber wie gesagt, nichts zum Lernen und auch ein paar Bewegungstipps. Und dazu wünschen wir euch jetzt viel Spaß! Ja, da sitze ich jetzt in meiner Leseecke. Trax schaut mir über die Schulter. Und ich möchte euch heute ein Buch, ein kurzes Buch natürlich nur, ganz einfach vorlesen. Das Buch heißt Superwurm und wurde geschrieben und gezeichnet von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Geschrei bei einer Krötenschar, ihr Krötenkind ist in Gefahr. Wer ist in der Not zur Stelle? Superwurm, der Superschnelle. Die Bienen fliegen ohne Eile, sie haben heute Langeweile. Kennt denn niemand neue Spiele? Superwurm kennt ziemlich viele. Ein Käfer fällt ins Wasser rein. Wird es wohl sein Ende sein? Kein Problem, wir brauchen nur Superwurm als Angelschnur. Zwischen Gräsern hinter Hecken singen Käfer, Bienen, Schnecken, glücklich wie noch nie zuvor, mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Der Wind trägt den Gesang weit fort, zur bösen Echse, Wort für Wort. Und sie sagt zu ihrem Raben, hol den Wurm, ich muss ihn haben. Der Rabendiener dieser Schuft schnappt den Wurm sich aus der Luft. Die Tiere kriegen einen Schreck, ihr Superheld fliegt einfach weg. Die böse Echse zischt und lacht, du Wurm bist jetzt in meiner Macht und gräbst nach Schätzen in der Erde, damit ich noch viel reicher werde. Mit dieser Zauberblume hier fängt die Echse jedes Tier. Superwurm will ganz schnell fliehen, doch der Zauber hindert ihn. Viele Tage buddelt er und findet leider nicht viel mehr als Bonbons, Korken, Knöpfe, Steine, aber Schätze gibt es keine. Die fiese Echse ärgert sich. Du dummer Wurm, ich warne dich. Schätze will ich, keine Gabel, sonst landest du im Rabenschnabel. Von einem Krächzen in der Nacht sind die Tiere aufgewacht. Die Rabenstimme hoch im Baum ruft schaurig wie im schlimmsten Traum. Dieser Wurm ist lang und lecker, ein fetter superköstlich Schmecker. Das beste Frühstück auf der Welt ist Superwurm, der Superheld. Los, wir helfen, ist doch klar, Superwurm ist in Gefahr. Wir denken uns ganz schnell was aus und bringen ihn zurück nach Haus. Sie brechen auf, gehen weit, weit weg, mit frischem Honig im Gepäck. Sie kriechen, krabbeln, hüpfen, fliegen und sehen die Echse schlafend liegen. Die Zauberblume wird gefressen. Die Zauberei ist schnell vergessen. Die Raupen schleppen Blätter an, die Spinne spinnt, so schnell sie kann.
Das Netz ist stark und hält was aus. Wer einmal drin ist, kommt nicht raus. Die Echs wird wach und windet sich. An mir klebt Honig, widerlich! Das Netz ist schwer, doch leicht genug für einen kurzen Echsenflug. Krach, Geschepper und Gebrüll! Die Echse landet auf dem Müll. Doch was ist das? Man hört es schon. Von unten kommt ein dumpfer Ton. Die Erde bebt und dann, hurra! Superwurm ist wieder da! Er kann schaukeln, er kann viel. Er macht mit bei jedem Spiel. Er ist Gürtel, er ist Hut. Er kann alles super gut. Zwischen Gräsern hinter Hecken singen Käfer, Bienen, Schnecken. Wieder glücklich wie zuvor, mit den Kröten laut im Chor. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Ja, liebe Kinder und auch ältere Zuseher, bei einem Osterspecial sollte natürlich auch ein bisschen was über Ostern erfahren. Und zwar über Osterbräuche in aller Welt. Und da gibt's ganz schön interessante Sachen. Ostern ist ein Fest des Lebens und deshalb auch im Frühling, wo ja auch in der Natur neues Leben entsteht. In Mitteleuropa gab es noch vor der Ausbreitung des Christentums schon viele Frühlingsfeste, vor allem rund um den Frühlingsbeginn am 21. März, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Es waren daher oft Sonnenfeste, die mit großen Freudenfeiern gefeiert wurden. Wie zum Beispiel das keltische Osterfeuer, das unter anderem in Schottland entzündet wird. In den Niederlanden, also Holland, gibt es sogar in Espelo das größte Osterfeuer der Welt. Eine weitere holländische Tradition ist zu Pasen, so heißt Ostern auf Holländisch, das Möbelkaufen. Siehst du schon, ich habe mich hier ein bisschen ländlich angezogen. Also wir sind jetzt bei den Bräuchen, die eher am Land passieren. Um die Trauer von Karfreitag, dem Todestag von Jesus, bis zum Ostermontag, dem Auferstehungstag, auch zu zeigen, läuten dazwischen in den Kirchen keine Glocken. Den Kindern erzählt man, dass Glockenläuten besucht für ein paar Tage den Papst in Rom, bevor es am Sonntag mit gut versteckten Süßigkeiten zurückkommt. Und in vielen Ländern werden ja am Ostersonntag die Osternester im Grünen gesucht, wo sie zuvor von wem eigentlich versteckt wurden. Statt den Glocken ziehen dann diese paar Tage, vor allem im Alpenraum, wozu auch Österreich gehört, die Ratschenburm durchs Land. In Kroatien verwenden die Jungen dafür Klappern und Tröten. Palmzweige. Palmzweige stammen nicht von Palmen, sondern von Weiden. Richtigerweise heißen sie Weidenkätzchen. Es sind pelzige junge Knospen des Baumes Salweide, der auch Palmweide genannt wird. In Jerusalem natürlich, wohin Jesus am Palmsonntag, das ist eine Woche vor dem Ostersonntag, kam, um das Passafest zu feiern, winkten ihm die Leute aber mit echten Palmzweigen zu. Also erst die Wirbelsäule am Boden drücken, dann die Schultern vom Boden ablegen. Eins. Wieder runter, entlasten.
Boden drücken, dann Schultern abheben. Zwei. Entlasten. Am Boden drücken, Schultern heben, entlasten. Beine durchstrecken. Eins, zwei, drei, vier. Stopp. Mit Kommando. Eins, zwei, drei, vier. Nicht springen. Und ohne. Er kauft sich dann so ein Motto. Er war dann auf der Runde. Ja, wenn du meinst. Und es dauert eh noch. Wissen haben sie die Nachrichten vielleicht noch länger wie nach Ostern können. Okay, Ballwerk. Eins, klatschen. Eins, klatschen. Eins, klatschen. Dann klatschen. Eins, klatschen. Eins. Und gleichzeitig. Gut, Flaschenhälse zeigen nach unten, Oberkörper leicht nach vorne. Seitheben, zusammen führen. Aber zügige Wiederholung. Wenn möglich ist 15 bis 20 Mal. Verbundener Satz. Nachher Oberkörper aufrichten. Oben zusammengehen. Ohren einziehen. Oben zusammen aufpassen. Nicht ins Hohlkreuz gehen. Oben zusammen. Und ausatmen. Tja, liebe Kinder. In der Osterwoche gibt es keine Mathematikrechnungen, keine Mathematikaufgaben, sondern einfach ein paar kleine Knobelaufgaben. Heute die erste Aufgabe. Du hast hier 10 Münzen. Sie liegen in einem schönen Dreieck aufgelegt. Deine Aufgabe ist es, nur 3 Münzen umzulegen und das Dreieck dann so hinzubekommen, dass die Spitze hier liegt. Also nur 3 Münzen umlegen und dieses ganze Dreieck muss hier hinüberwandern. Ich zeige dir, wie es dann aussehen soll, wenn du die 3 umgelegt hast. Hier die Ausgangsposition und hier die Endposition. Aber vergiss nicht, nur 3 Münzen darfst du umlegen. Viel Spaß beim Knobeln!